Hallo liebe Funkfreunde oder solche, die es werden wollt, nach dem Dezibelrechnen ohne Taschenrechner für positive dB-Werte hier für negative Werte kurz gezeigt. Auch hier brauchen wir wieder vier Regeln, mit denen wir zum Ergebnis kommen. Wir reden über den Leistungsbereich, der basiert auf Logarithmus 10, gilt nicht für Spannungen, die folgen 20er Logarithmusreihe. So, Dezibel ohne einen Bezugswert ist erstmal nur eine Rechengröße und durch den Bezugswert kriegt sie dann auch einen Wert. Das heißt, hier zum Beispiel in der Literatur findet man dBm, dB Wert, dB Mikrowatt. Das heißt, das bezieht sich hier auf Milliwatt, Watt oder Mikrowatt oder auch Kilowatt. Egal, das kann ich angeben. Ich muss es mich dann halt nur an die Konventionen halten. So, Regel Nummer 1 ist, wie auch bei den positiven Werten, 0 dB bleibt 1. Das ändert sich nicht und das heißt also 0 dBm sind gleich 1 Milliwatt oder 0 dB Watt sind gleich 1 Watt, 0 dB Kilowatt gleich 1 Kilowatt oder Mikrowatt, je nachdem. So, als Regel Nummer 2 merken wir uns, genauso wie bei den positiven Zehnerstellen hier, Zehnerstellen sind das die Nullstellen, diesmal nicht hinter der 1, sondern hier vor unserer 1. Und das bedeutet, wir haben hier 0 Dezibel, das ist unsere 1. Bei minus 10 dB kommt hier eine 0 davor, dafür steht diese 1, hat mit der hier nichts zu tun. Bei minus 20 dB dann 2 Nullen, 3 Nullen, 4 Nullen und bis hier mal gezeigt minus 120 dB, dann natürlich 12 Nullen vor unserer 1. So, als nächstes kommt unsere Regel Nummer 3. Alles, was mit minus 3 dB oder auf 3 dB endet, hat den Multiplikator 2. Das heißt, wir nehmen unsere 1 mal 2 oder wir teilen sie durch 2 und wir merken uns mal hier 0,5 bzw. 0,5 gedanklich ohne Komma. Das gleiche gilt für 6 dB, das ist der Multiplikator 4. Und da haben wir hier 0,25 bzw. 0,25. Was sich damit auf sich hat, zeige ich gleich. Regel 4 kommt später, die würde jetzt hier nur verwirren und wir können rechnen. Wir suchen uns jetzt mal hier 13 dB als Zahl, also minus 13 dB, und wir wenden hier unsere Regel Nummer 2 an. Das heißt, minus 10 dB heißt eine 0 hier davor, 0,1. Jetzt haben wir hier die Regel Nummer 3, das heißt, die ganze Sache endet auf 3 und minus 13 dB ist natürlich ein kleinerer Wert als minus 10 dB hier. Und das bedeutet für uns, wir müssen durch 2 teilen, die 1, und wir erhalten dann 0,5 oder 0,5. Und das heißt, wir können hier eigentlich direkt schreiben, ohne rechnen zu müssen, 0,1 und wir schreiben hier als Ergebnis 0,05 hin bei minus 13 dB. Ja, so. Dann kommt natürlich der Bezugswert dazu. Das heißt, minus 13 dBm wären dann also 0,05 Milliwatt. Bei dB Watt wären es dann 0,05 Watt und so weiter. So, für 23 nochmal gezeigt, da wird es vielleicht etwas deutlicher. Auch hier nochmal die minus 20. Wir haben also dann zwei Nullstellen vor unserer 1 und minus 23 ist natürlich kleiner als minus 20. Das heißt, wir teilen auch hier wieder die 1 durch die 2, halbieren das Ganze und setzen hier im Prinzip einfach 0,0 und die 0,5 für die 1. Fertig ist unsere Berechnung. So, auch hier wieder der Bezugswert, minus 23 dB wären dann also 0,005 Milliwatt und so weiter. Jetzt zeige ich das hier nochmal für minus 46 dB, dass wir mal mit dem Faktor 4 rechnen. Das heißt, wir haben hier minus 40 dB, 4 Nullen vor unserer 1. Und jetzt müssen wir hier die 1 durch die 4 teilen, das heißt also 0,25 oder 0,25. Auch hier wird wieder einfach das dahinter geschrieben und schon haben wir unsere fertige Rechengröße. So, und hier kommt wieder unser Bezugswert und wenn wir jetzt hier sehen, minus 46 dB, das wird dann schon langsam sperrig, das hier auszusprechen, 0,00025 und so weiter. Ich kann natürlich hier mein Komma jetzt einfach 3 Stellen nach rechts rücken und befinde mich dann schon im Mikrowattbereich. Ich kann also sagen, minus 46 dBm sind 0,025 Mikrowatt.
Ja, das lässt sich deutlich besser aussprechen. Kann man auch im Kopf ganz einfach für sich ausrechnen. So, und bei minus 46 dB Kilowatt hätten wir dann, auch das geht. Natürlich kann ich jetzt hier auch mein Komma um 6 Stellen nach rechts verrücken. Damit überspringe ich hier im Prinzip die Watt und befinde mich direkt im Milliwatt, ja, weil 1 Million Milliwatt sind gleich 1 Kilowatt. Und das heißt also hier 6 Stellen nach rechts und 6, minus 46 dB Kilowatt sind gleich 25 Milliwatt. So, ich denke, das ist soweit verstanden. Dann haben wir die Fallen. Auch die gibt es hier wieder bei Minus. Wir haben jetzt hier minus 27 dB. Und auch das hatte ich schon beim positiven Rechnen gezeigt. Wir nehmen jetzt also hier den nächst kleineren Wert, das heißt hier minus 30 dB und wir ziehen jetzt hier davon minus 3 dB ab, um auf die minus 27 zu kommen. Aufpassen, Minus und Minus sind in dem Fall Plus. Dieser Wert muss jetzt größer werden. Das bedeutet für unsere Berechnung, ich muss jetzt nicht durch 2 teilen, sondern mal 2 nehmen. Ja, und einmal 2 ist 2. Das heißt, wir haben jetzt hier unsere 3 Nullen und aus der 1 wird eine 2. Das heißt also 0,002. Was auch immer, Bezugswert spare ich mir an dieser Stelle. Das sollte jetzt verstanden sein. So, bei minus 24 dB gilt natürlich das Gleiche. Auch hier muss ich jetzt natürlich mal nehmen, denn minus 24 dB vom Wert her sind natürlich größer als minus 30. So, auch hier ziehe ich dann wieder minus 30 minus 6 dB ab, multipliziere das Ganze mit 4 und erhalte dann als Rechengröße 0,004. Nächster Schritt ist diese Bonusregel Nummer 4. Und was machen wir jetzt hier mit minus 1 oder minus 2 dB werden? So, minus 1 dB entspricht circa 75% von der 1. Das heißt, wir haben 100% minus 25 entspricht 75. Ich darf jetzt nicht mit 75% rechnen, sondern ich muss mit 25 rechnen. Das gleiche gilt für 2 dB, das entspricht circa 60% von unserer 1. Das heißt, 100 minus 40 entspricht 60. Ich muss hier mit 40% rechnen. In den Beispielen sehen wir es gleich. So. Gegeben, minus 11 dB. Wir haben also hier es endet auf 1. Wir haben wieder hier unsere 10 dB drinstecken, 0,1. Und jetzt rechnen wir hier mit der Regel 4. Das heißt, wir rechnen 0,1 mal 0 mal 25% oder 0,25. Das heißt, wir erhalten 0,025 und die ziehen wir dann hier von unserer 0,1 ab und damit entspricht das hier diesen 75%. Ja, so. Und das gleiche hier nochmal für 21 dB gezeigt. Auch hier nochmal, die haben die minus 20 dB, zwei Nullen davor. Dann das Ganze 0,001 mal 0,25 oder 25% führt zu 0,0025. Und auch hier kann ich mir jetzt einfach merken, wenn ich mir hier diese zwei Nullen habe, setze ich hier die 1 weg und schreibe hier 0,75 dahinter. Und ich bin automatisch, ohne dass ich hier irgendwas rechnen muss, wenn ich mir das merke, direkt auf dem richtigen Wert. Circa Werte, wie gesagt, der Logarithmus ist keine lineare Funktion und das bedeutet, ich kann den also auf viele, viele Stellen nach dem Komma ausrechnen, genauso wie Pi, und das sind jetzt hier Näherungswerte, ja. Aber fürs Kopfrechnen reichen die völlig aus. So, dann haben wir das Ganze nochmal für Werte, die auf 2 dB enden, auch hier nochmal für minus 12 dB gezeigt und hier muss ich dann mit 0,4 oder 40% rechnen. Das heißt, mein Wert ist 0,06 und hier auch für 22 Dezibel haben wir hier das gleiche nochmal und das heißt hier, wenn ich mit einem dB-Wert einen Minus-dB-Wert habe, der auf 2 endet, rechne ich hier einfach 0,01 und setze hier die 0,6. Die 1 wird durch 0,6 ersetzt. Und damit bin ich automatisch auf dem richtigen Rechenwert. Ja, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wünsche viel Spaß beim Dezibelrechnen im Kopf.